Sehr cool, dass ihr dran geblieben seid. Jetzt erfahrt ihr ein bisschen mehr die Details. Und zwar fangen wir an, was passiert denn überhaupt, wenn ihr euch an uns wendet? Wie schaut so eine Kooperation aus? Und jetzt ganz speziell im Fall von Alicia. Und was auch viele, denke ich mal, interessieren würde, was sind denn die drei größten Unterschiede vorher als gebundener Vermittler und jetzt als freie Vermittlerin und auch ganz speziell, wie du in den ersten Monaten das Ganze so wahrnimmst. Richtig, deswegen, und gefühlt hab, ne? Weil, egal, ich erzähle erstmal genau. Ein bisschen. Ja, wichtig ist zu wissen, was passiert, wenn man uns kontaktiert. Also, ja, wir hatten erstmal, wir haben ganz, ganz klassisch eine Nachricht geschrieben, sich so ein bisschen beschnuppert, dann auch hast du dich vorgestellt, was du machst. Und ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, meinen Status zu wechseln. Ja. Und dann war das für mich besonders interessant und bin dann natürlich auf deine Nachricht oder auf unsere Kommunikation dann auch eingegangen. Und dann hatten wir auch ganz schnell ein Erstgespräch, wo du dich nochmal vorgestellt hast. Und ich habe dir nochmal gesagt, was meine Ziele, Wünsche sind und natürlich meine Ängste sind, weil die hatte ich ja natürlich auch, das ist ja normal. Und du hast mich halt quasi dort erstmal abgeholt, wo ich bin und hast mir auch so ein bisschen das Geschäftsmodell erklärt und wie dann unsere weitere Zusammenarbeit ausschauen könnte. Genau, also ich hatte es gar nicht so schwer, ich musste mich gar nicht aufdrängen, wie man auch immer so meint, dass... Nee, gar nicht, also wirklich nicht, du warst überhaupt nicht aufdringlich, nee. Super gepasst. Ja, es ist auch wichtig, dass man es fühlt und dass man schon mit den Gedanken spielt, weil dann ist die Zusammenarbeit quasi sehr angenehm. Genau. Was haben wir denn alles so im Detail gemacht in den ersten, sage ich mal, Wochen oder Monaten, auch bevor wir überhaupt irgendwie einen Schritt gewagt haben oder bevor wir eine Konsequenz daraus gezogen Richtig. Haben, eine Veränderung gemacht haben? Also du hast mir erstmal die Vorzüge oder Vorteile nochmal genauer gezeigt. Das bedeutet, wie man zum Beispiel so haftlich rechnet, ein Haushalt. Ganz und einfach, ganz klassisch. Ganz, ganz, ganz easy going, die Basics erstmal. Was für Tools gibt es da? Mit was für Tools würde ich denn arbeiten? Wie das auch technisch funktioniert, wie ich mich einloggen kann, etc. Du hast mir quasi die Parallelen aufgezeigt, wie es vorher war und wie es danach ausschauen könnte. Und das hat viel gebracht. Sehr gut. Und jetzt hast du ja die ersten Monate als Maklerin hinter dir, als freie Vermittlerin. Ja. Jetzt erzähl doch mal, was sind denn so die drei größten Unterschiede, Schrägstrich, Vorteile, wie du sie wahrnimmst oder erkennst oder lebst. Ich habe nur drei, oder? Weil ich habe eigentlich mehr. Aber okay, machen wir drei. Okay. Ja, was mir sehr wichtig ist, ist quasi die Flexibilität. Ich habe das Gefühl, oder ja, ich hatte auch schon damals das Gefühl, dass wir gesprochen haben, dass ich mehr flexibel bin, mehr quasi, wie soll ich das verpacken, einfach dem Kunden mehr Möglichkeiten bieten zu können. Okay. Oder meinen Kunden quasi jede Anfrage positiv zu bearbeiten. Okay, also aufgrund der Auswahl der Produktgeber oder. Richtig, die ist nun mal da. Also das ist nun mal gegeben. Ich kann jetzt quasi mehr anbieten. Das ist doch schön. Okay. Also hast du ein besseres Gefühl, wenn du dein Portfolio zusammenstellst für deine Kunden sozusagen. Richtig. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es quasi die eine Sache sein muss. Ich kann jetzt mehr beraten als verkaufen. Sehr gut. Das klingt gut. Ja, das war mir wichtig. Genau. Und ich muss auch mal mit einwerfen, man muss ja auch dazu sagen, dass du jetzt nicht irgendwie eine erfolglose, sage ich mal, Vermögensberaterin warst. Ich erinnere mich, als ich das letzte Mal so ein bisschen recherchiert habe, in diese Statistiken reingeguckt habe, da habe ich dich ja gesehen mit irgendwie so plus 5.000 Einheiten im Eigenumsatz. Mhm. Ja, also für euch da draußen, es war schon ein bisschen was vorhanden. Ja. Ja, und dennoch hast du gesagt, okay, ich würde doch mal gucken, überlegen, schauen, was gäbe es denn noch, damit man das ein bisschen so einschätzen kann. Ne? Ja, also wichtig ist als Vermittler oder als Berater, dass wir immer dass wir auch auf den Kunden schauen, okay, wie kann ich den Kunden denn doch langfristig befriedigen? Mhm. Und daher war mir das schon sehr wichtig, dass ich mich auch nach Alternativen einfach umschaue, wie ich auch mit meinem Kunden zusammen wachsen kann. Okay. Ja. Also Punkt 1, eine gefühlt bessere Möglichkeiten, den Kunden
optimaler zu beraten, so drücke ich es mal aus. Genau, genau, richtig, so vorsichtig ausgedrückt. Genau, genau. Was ist der zweite Unterschied oder Vorteil? Das zweite ist auch auf Kunden bezogen. Ich arbeite mit Expats zusammen, das sind halt Neuankömmlinge, die nach Deutschland ziehen, weil sie Ingenieure sind, sie kommen mit ihren Familien, arbeiten bei Airbus, Lufthansa und so weiter und so fort. Und diese Kunden liegen mir sehr am Herzen, weil ich auch ein Expat bin, nicht nur Spanien. Und ich möchte die Kunden gerne, das heißt haben, aber sie gehören zu meinem Bestand. Das sind meine Kunden von Alicia Aswani. Okay. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Das gibt mir jetzt einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass ich quasi, wenn ich mich aufbaue, dass mir das niemand wegnehmen kann. Okay, das heißt, die Kunden haben mit dir eine Vereinbarung, dass du ihr Berater bist. Ja. Und nicht noch eine andere Vertriebsgesellschaft, eine andere Organisation, ein anderes Logo, ja, sondern dein Logo, dein Name und 100% genau. Alicia. Und wenn wir von Sicherheit sprechen, ich höre immer so, ja, Makler sein, viel ist mir an Sicherheit. Ich muss sagen, ich habe das Gegenteil. Ich fühle mich jetzt viel, viel sicherer und sonst würde ich das Auto meines Lebens selber fahren, den Lenker selber in der Hand. Und ich glaube, wer wirklich weitermachen möchte und wachsen möchte, der wird sich genauso fühlen. Dem wird das auch wichtig sein. Freut mich. Ja. Gefühl ist auch wichtig. Richtig. Sicherheit. Es gibt Sicherheit. Tatsächlich. Ja. Cool. Punkt 2 ausführlich erklärt. Jetzt einen Punkt hast du noch, denn wir beschränken uns auf 3 Vorteile. Okay. Was ein noch ein Unterschied? Ja, dann doch das finanzielle Thema. Das okay. muss man ja auch ansprechen. Und zwar die Verdienstmöglichkeiten. Der Unterschied ist groß. Okay. Der Unterschied ist da. Und das ist mir natürlich auch wichtig, dass ich für die gleiche Arbeit, die ich mache, die gleichen Stunden und dann auch ein bisschen mehr kriege. Ein bisschen mehr. Okay. Ist halt so. Okay. Es wird ja oft suggeriert von manchen, dass es nur so ein Tick mehr ist. So 20-30%, was man mehr verdient. Dafür hat man doppelt so viel Aufwand. Ist es denn wirklich nur 20-30%, was man mehr kriegt für die Beratungsleistung? Nee, es ist schon ein bisschen mehr. Also, ist schon ein bisschen mehr. Ja, also der Unterschied ist groß, besonders in verschiedenen Sparten. Es ist ja da einfach. Und was mir auch aufgefallen ist, seitdem ich als Maklerin arbeite, berate ich in Sparten, wo ich früher nie beraten hätte, wo ich überhaupt gar keine Anfragen hatte. Durch die Beschränkung. Okay. Oder wahrscheinlich auch von meinem Gefühl, dass ich sagte, das würde gerne was anderes anbieten. Okay. Ja. Und jetzt berate ich quasi 360 Grad. Und das bringt ja auch noch mal mehr, weil du mehr Möglichkeiten hast. 360-Grad-Beratung. Ja, 360-Grad-Beratung. Gefällt mir jetzt. Nicht klauen. Aber das sind so zwei Faktoren, wo man finanziell wachsen kann. Natürlich die gleiche Arbeit, mehr Provision, ganz klar. Aber auch mehr Möglichkeiten, mehr Wachstumsmöglichkeiten. Und ihr werdet sehen, dass sich die Kunden an euch wenden mit verschiedenen Sparten. Ja. Oh, perfekt. Und die Details, wie es jetzt wirklich ausschaut mit der Provision, was ich denn wirklich mehr verdiene, darauf gehen wir dann vielleicht noch im anderen Video oder spätestens dann im persönlichen Gespräch darauf ein. Und nochmal ganz wichtig, solltet auch ihr mit dem Gedanken bereits spielen, vielleicht euren Status zu wechseln oder euch interessiert einfach, Mensch, wie würde es denn ausschauen auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, genau. Ja. Dann ja, macht's wie viele, viele andere vor euch. Kontaktiert uns, kontaktiert Alicia, klickt hier auf Kontakt, bucht einen Termin. Dann sprechen wir einfach mal in einem kurzen Gespräch eure persönliche Situation, ob es vielleicht Sinn macht, in eurem Vertrieb zu bleiben oder ob die Vorteile auf der anderen Seite überwiegen werden. Und dann sehen wir weiter. Richtig, lasst uns sprechen, no pressure. Und habt einen tollen Tag. Genau. Und ab sofort natürlich auch in dem Norden, in der Region Hamburg, eure Ansprechpartnerin Alicia, für alle eure Fragen. Richtig. Ich bin in Hamburg. Das heißt, wenn ihr aus Hamburg kommt, aus der Region, könnt ihr mich kontaktieren. Und dann ist auch ein persönlicher Termin auch ein bisschen einfacher und angenehmer. Genau. Ja. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ja. Maklerwerden.de